Weißt du, wo meine zweite Socke ist? Nee. Gut, ich mach mich dann. Okay. Sehen wir uns wieder? Ich weiß nicht. Okay, gut. Viel Erfolg heute. Dir auch. Du machst das schon. Na, bis bald, vielleicht. Schneller, 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 schneller. Mhm. Okay, Cupid. Langweilig. Field, ganz neu. Auch. Ich bin überall. Tinder, Bumble, okay, Cupid. Überall sind die gleichen Hackfressen. Das ist so frustrierend. Das ist wie in unterschiedliche Clubs gehen und trotzdem die gleichen Typen. Und was mit Plus One? Paul hat da jemanden gefunden. Ja, Paul ist auch Paul. Plus One ist wie Facebook. Für alte Leute. Die machen jetzt auch so Werbung für junge Leute. So mega hip. Aber Facebook nennen sie jetzt auch Meta und trotzdem bleibt es der gleiche Scheiß. Muskelrepp. Hose beißt. Yeah. Ja, meine beste Freundin Laura und ich hatten öfter mal Streit. Ja, wir waren uns auch nicht immer einig. Sie war auch manchmal echt schräg. Und ja, wir waren beide in Tom verliebt. Ich würde deswegen doch nicht einen Menschen töten. Sprechen aber leider alle Beweise gegen sie. Sie müssen mir glauben. Ich will meine gemeinsame Zukunft mit Tom aufbauen. Hätte ich das gemacht, wäre alles kaputt. Danke, aus. Ja, danke. Das war gut. Aber du hast da jetzt ein bisschen Text verändert. Ja, also ich habe ein paar Wörter ersetzt. Ja, okay. Kannst du es nochmal so machen, wie es im Drehbuch steht? Ja. Also ich dachte halt, dass ich es ein bisschen meiner Sprache anpasse. Einfach nur, weil ich nicht so spreche und ich auch niemanden kenne, der so spricht. Kannst du es trotzdem nochmal so machen? Okay. Und sonst? Also vom Spiel? Ja, sonst war's gut. Also auch von den Emotionen her? Ja, nur noch mit dem richtigen Text. Ja, okay. Kamera ab. Läuft. Und bitte. Guten Tag, Frau Brahms, Robert Brinkmann, Soko Buxtehude. Ich muss Sie fragen, wo waren Sie gestern Nacht? Ich habe damit nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben, wirklich. Ja, meine Bestie Laura und ich hatten öfter mal Beef. Wir waren uns auch nicht immer einig. Sie war auch manchmal echt cringe. Und ja, wir waren beide in Tom verliebt, aber ich würde deswegen doch nicht einen Menschen töten. Ja, sprechen aber leider alle Beweise gegen Sie. Und Sie müssen mir glauben. Ich will mal eine gemeinsame Zukunft mit Tom aufbauen. Hätte ich das gemacht, wäre alles lost. Das wäre mega wild. Danke, aus. Also ich könnte es natürlich auch noch mal anders machen. Kannst du es vielleicht noch mal ohne Aufstehen machen?
Ohne aufstehen, ja, klar. Okay. Hallo. Hallo. Ich bin die Laura. Wir sind gleich fertig. Nimm dir doch schon mal bitte einen Test und mach den. Wir holen dich dann rein. Okay. Okay, dann nochmal ohne aufstehen und bitte. Sprechen aber leider alle Beweise gegen Sie. Sie müssen mir glauben, wirklich. Ich will mir eine gemeinsame Zukunft mit Tom aufbauen. Hätte ich das gemacht, wäre alles lost. Danke, aus. Danke, Cora. Das war sehr schön. Wir melden uns dann bei deiner Agentur. Ja, Cora hat keine Agentur. Wir melden uns dann, ja? Danke. Ich könnte es natürlich auch noch mal ganz anders machen. Also vielleicht ohne Wein? Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Oder hysterischer. Ich kann es natürlich auch hysterischer machen. Ich habe damit nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Cora, danke. Also das war... singen. Ich kann es auch singen. Ich habe damit nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Oder tanzen. Ja, ich kann es auch tanzen. Ich habe damit nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Ja, danke. Scheiße. Ich kann das. Ich bin ausgebildet, ich habe das studiert. Und ich habe mich vorbereitet. Ich halte meinen Körper in Form. Ich ernähre mich fast komplett vegetarisch. Esse keine Avocados, weil die viel zu viel Wasser verbrauchen. Aber ich versuche, alles Bio zu kaufen. Wo ich mir das eigentlich gar nicht leisten kann, weil das viel zu teuer ist. Ich mache Sport, regelmäßig, zweimal die Woche. Ich benutze Sonnencreme, jeden Kacktag, obwohl die fucking Sonne fast nie scheint. Ich mache Intervallfasten, ich trinke Getränke aus Papierbechern mit scheiß schlapprigen Papierpappstrohhalm, weil Greta sagt kein Plastik und ich halte mich daran. Und dann kommt Corona und dann habe ich 2 Jahre Schiss, Corona zu bekommen und verkrieche mich in meiner Wohnung und habe kaum Kontakte mehr. Und dann bekomme ich Corona und dann ist überall Plastik. Hier, Masken, Plastik. Oder hier, Plastik. Alles Plastik. Dabei will ich doch alles nur gut machen und richtig und eine gute Schauspielerin sein und ein guter Mensch und... Dabei warte ich die ganze Zeit darauf, dass mir jemand sagt, wer ich sein soll und wie ich sein soll und wie ich es zu machen habe. Aber wenn nicht mal ihr es wisst, woher soll ich es dann wissen? Ihr tut die ganze Zeit so, als hättet ihr eine Ahnung. Und dabei wisst ihr nichts. Gar nichts. By the way, ich habe meine scheiß Bestie Laura doch umgebracht. Die war nämlich cringe as hell. YOLO. Am I just a piece in a chess game? Nothing more than a bit of cherry on a sweet cake? Are the words I'm speaking foolish like a funny nickname? And is the role I'm playing just an outtake? Am I just one in a million standing in line until the next one comes to push me aside? Am I not allowed to show what's really inside, like a million clouds hiding the sunshine? I'm tired of talking the way I talk, walking the way I walk, that's all they can see. I'm getting tired of me. Why can somebody tell me who I should be? Final script. Waste another day trying to find a way. Did I miss the guy to live? Why can't somebody tell me who I should be? Did I miss the final script? Waste another day trying to find a way. Did I miss the guy to live?
gereift und die Hose beißt. Yeah. Musst du wieder rauf aufs Laufband. Und du weißt, wenn der Muskel reift und die Hose beißt. Yeah. Musst du wieder rauf aufs Laufband.